So, worum soll es heute gehen? Um die PSA-Methode, die viele Profis benutzen, um ihre Sensitivität rauszufinden. Und ja, ich habe viele Leute, die mit uns zocken, die einfach eine professionelle Sensitivität übernommen haben, also von so einem Pro-Spieler. Einfach 800 oder was auch immer, 1600 DPI und dann 0,1 von Demon One zum Beispiel. Und dann fragen sich die Leute, wie er überhaupt so spielen kann. Aber wir versuchen heute die Sensitivität rauszufinden. Ich höre euch mal dazu. Wir treffen uns jetzt gleich mal bei Valorant. Aber bevor wir uns dort jetzt der PSA-Methode widmen, warte mal, müssen wir erstmal auf die Maus und Tastatur, Quatsch, auf die Mauseinstellung zugreifen. Das heißt, auf die erweiterten Einstellungen. So, wenn man das unten bei Start eingegeben hat, hier Maus, dann gibt es unten einen Writer mit erweiterte Mauseinstellungen. Da interessiert uns hier erstmal gar nichts. Zeigeroptionen. Die Bewegung, normalerweise stellt man das auf 6. Ich habe mich jetzt aber schon daran gewöhnt, dass es relativ langsam ist. Damit man mal die gleiche Beschleunigung hat, macht man hier die Zeigerbeschleunigung aus. Drückt auf Übernehmen und dann haben wir das schon erledigt. Dafür ändern wir jetzt eigentlich nichts, außer das Häkchen rauszunehmen. So, ja, dann ganz wichtig, eure Maus, die ihr spielt, ist jetzt unabhängig von der, die ich spiele oder irgendjemand anders. Die Maus, die ihr habt, hoffentlich habt ihr dazu eine Software. Wenn nicht, kauft euch eine anständige Maus. Ansonsten wird das nicht wirklich funktionieren. Dann greift euch eure Maus zu und entscheidet euch jetzt. Es ist schwierig zu sagen, welche DPI man spielt. Der Durchschnitt aller Profispieler ist 800 DPI. Ein ganz kleiner Teil wechselt gerade auf 1600, weil zu Counter-Strike-Zeiten gab es das sowieso nicht. So eine hohe DPI. Also ich habe ganz lange Zeit auf 450 gespielt, dann 800, dann 650 und ich habe mich immer weiter erhöht und eigentlich gefällt mir 1600 am besten, weil gefühlt das Pixelskippen nicht mehr vorhanden ist. Ich kann jetzt natürlich auch absoluten Unfug erzählen, aber es fühlt sich auf jeden Fall besser an für mich. 1600. Das heißt, du lädst jetzt da deine Startsensitivität aus, deine Start-DPI aus und zum Beispiel startest du jetzt mit 800, ja? Und stellst das hier ein, dann kannst du das auch wieder schließen. Das Profil ist dann gesaved. Dann dürfte sich, wenn du höher gespielt hast, die Maus relativ langsam anfühlen. Und dann gehen wir gleich rein zu Valorant. Und das ist für alle Neulinge. Ich meine, man loggt sich ein, das kennt ihr ja alle. Dann geht ihr oben rechts auf Settings. Dann habt ihr hier den generelle Einstellungen. Dann scrollt ihr runter zur Maus und Aim. Da müssen wir jetzt eigentlich noch gar nichts verändern. Das Wichtige ist, dass ihr hier den Multiplayer auf 1 stellt. Dann gehen wir mal in die Practice Range zusammen. Schnappt euch. Was zum Teufel? Oh. Schnappt euch einen Kaffee oder ein Wasser oder so. Das dauert jetzt nämlich kurz, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ich erkläre auch gleich warum. So, jetzt nehmt ihr einfach irgendeinen Charakter. Am besten euren Main. Wenn ihr das erste Mal jetzt auf der Range seid, wir nehmen auch mal das Standard Crosshair hier zum Zeigen. So, dann sieht es eigentlich so aus. Dann geht ihr mal hierher. Und jetzt ist natürlich wichtig, das nennt man 360-Grad-Sensitivität. Warum heißt das so? Man stellt sich hier erstmal hin. Packt das genau in die Mitte, schießt dann einmal, dass man halt da ein Loch hat, wo man sich orientieren kann. Dann nimmt man die Maus nach oben. Jetzt ist die natürlich, sieht man die? So, nimmt man die Maus nach oben. Ist natürlich das Loch weg. Ist natürlich die beste Waffe, um hier. So, schießen wir mal genau das Loch. So, nimmt man die Maus nach oben, setzt sie auf die ganz linke Seite seines Mauspads. Ziemlich gerade. Und dann fährt man einfach einmal bis zur anderen Seite rüber. Ich komme jetzt natürlich nicht ganz da raus, wo ich raus will. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal, ups, wir gehen jetzt mal ein bisschen höher hier. Ich denke mal so 2 dürfte sein, dass es dann, jetzt machen wir nochmal. Einmal im Kreis. Ah, fast. Nehmen wir nochmal hier einen raus. 19. 0, 19. Hier nochmal im Kreis hier.
Ja, passt. So, jetzt haben wir die 360-Grad-Sensitivität. Damit könnte eigentlich jeder anfangen zu spielen, sagen wir es mal so. Aber es gibt ja dann für jeden Individualität. Deswegen merken wir uns jetzt mal die 019. Und die Seite habe ich auf jeden Fall verlinkt unter dem Video. Das ist der PSA Calculator. Das gibt man quasi bei Google ein. Dann kommt man direkt auf die Seite von den Jungs. Und dann jetzt gibt man hier die Base-Sensitivität ein, das heißt 0.19, und dann drückt man Enter oder als halt Start. Jetzt sagt er dir, wir sind bei Position 1 von 7, das heißt, unsere Base-Sensitivität ist immer in der Mitte. Jetzt könntest du ausprobieren, higher, lower. So, unsere Lower-Sensitivität ist 1.0. Okay, dann geht man wieder zurück zu Valorant. Es geht natürlich schneller, wenn man das hier einstellt. 1-0. Füge es jetzt ein. Das fühlt sich erstmal ein bisschen strange an, wenn man immer zu die Sensitivität ändert. Jetzt könnte man probieren, hier hinten in die Mitte von dem Holzblock zu tracken. Was gar nicht so schwierig ist. Aber jetzt wird es interessant. Das macht man ungefähr 1 bis 2 Minuten, bis der Kopf sich daran gewöhnt, dass man jetzt auf einmal eine andere Bewegungsgeschwindigkeit hat. Und ob ihm das gefällt oder nicht. So, jetzt geht man hier nach vorne drauf oder man spawnt sich mal hier so ein Practice-Spot. Das ist natürlich, dann kann man hier ein bisschen näher tracken. Man sieht jetzt, dass es mir super schwer fällt, überhaupt auf dem Kopf zu bleiben. Wenn es euch genauso geht, ein bisschen Übung, aber es ist super viel Movement auf dem kleinen Mausbild, was ich benutze. Das ist übrigens 50 Zentimeter groß in alle Richtungen. Das ist übrigens das. Verlinke ich einfach auch. Das ist so ein Standard-Mauspad. Ich kann es ja mal kurz hochhalten hier. Sieht man das überhaupt? Das ist die Aimlabs-Edition. Ja, ohne Werbung zu machen hier. Aber zu Aimlabs kommen wir auch noch. Wenn man das jetzt hier ausprobiert hat, dann switcht man nochmal um. Zum Beispiel auf 0,29. Vielleicht gefällt einem ja die schnellere Sensitivität besser. 2,9. Dann mal saven hier. Das ist schon. Alter, warte mal. Jetzt dreht man sich zweimal im Kreis, das ist super schnell. Aber man kann besser close tracken. Also bin ich ehrlich. Und long halt auch. Jetzt nehmen wir wieder den Holzbalken da hinten. Das ist am einfachsten. Ganz wichtig, wenn du mit der Waffe dann gut spielen möchtest, mach das nicht mit dem Knife. Das Tracken hier, weil das ist eine andere Geschwindigkeit. Mach das gleich mit der Waffe. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht und das mit dem Knife gemacht, was mir besser gefallen hat. Und am Ende war dann die Sensitivität halt zu langsam mit der eigentlichen Waffe, weil da bewegt man sich ja natürlich ein bisschen langsamer. So, mir gefällt tatsächlich, bin ich ehrlich, die lowere besser. Dann, wenn du dich dann für die Low entschieden hast, klickst du die Low halt an. Jetzt sagt er 0,07. Und 0,21. Dann probieren wir nochmal 0,07. Das ist ganz schön langsam. Denke nicht, dass das. Alter. Ja, wenn es euch dann so geht wie oh, mir, dass man überhaupt nicht auf dem Kopf bleiben kann. Alter. Das ist wirklich zu langsam. Da kann man sich ja. Warte mal. Ja. Da können wir gleich die 2,1 eintippen hier. So. Ah, es fühlt sich schon besser an. Ist aber noch ganz schön, wenn man jetzt zum Beispiel in-game wäre und man hätte so eine viel zu hohe Sensitivität, dass da kommt man so ins Zittern. Natürlich mit ein bisschen Übung ist das Zittern dann nicht mehr da, aber wenn man es gleich richtig einstellt, dann braucht man das alles nicht durchmachen. So, die gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Das heißt, wir nehmen diesmal die High Sense. So, jetzt eins, also jetzt können wir uns eigentlich schon langsam klemmen, weil wir haben ja 1-0, 1-1 und so weiter gespielt. Wir können gleich die 0-2-5 nehmen. Fühlt sich immer noch besser an. Das macht man jeweils eine Minute. Also wenn man es wirklich richtig, richtig ordentlich haben möchte, dann macht man das jeweils eine Minute. Aber ich denke, ihr versteht das System so langsam. Uns gefällt die High Sense ein bisschen besser. So, also gehen wir hier mal nochmal rein. Achso, wir haben es noch gar nicht umgestellt, aber nee. Was war das jetzt? 028.
Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo es wahrscheinlich dann ein bisschen zu schnell wieder wird. Da testen wir dann einfach nochmal die Low Sense aus. Eieiei. Ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Jetzt habe ich einfach die Low genommen, weil 1,5. Also ich muss aber sagen, dass meine tatsächliche kalkulierte Sensitivität tatsächlich 1, also 0,16 ist, die ich gerade spiele auf 1600 dpi. Und sich das natürlich super anfühlt für mich, weil ich sehr, sehr lange trainiert habe damit. Deswegen gehen wir mal weiter, damit wir hier auch, wir sind jetzt von 5 von 7. Wir nehmen die Low Sense und ich denke mal die High Sense. Und hier gefällt uns wahrscheinlich auch die Low Sense besser. Und die perfekte Base Sensitivity auf die 360 Grad, also auf die 360 Grad, die wir am Anfang eingestellt haben, ist 0,17. Jetzt nach dem Test, wir stellen das einmal mal ein. 0,17. Aber wenn man dann damit zufrieden ist und hier in-game seine Sensitivität gefunden hat, wo man sagt, ja, die macht Bock, dann kann man natürlich anfangen, auf der Range zu trainieren. Wo man dann, ja, jetzt natürlich noch die Frage, ja. Was für ein Crosshair spielt man? Und lässt man sich davon beeinflussen, was alle Profis spielen? Warte mal, ich glaube, ich habe die alle hier gespeichert. Nice, nee, warte mal, wir finden es gleich. So, das Standard Plus, da spielt er, ich glaube, 90% aller Leute gerade. Natürlich nicht in grün, sondern in blau oder in weiß oder in rot, wie man das auch immer einstellen möchte. Das kann man alles beim Crosshair einstellen, spielen. Das Standard Plus, ich finde das okay. Ich selber habe jetzt wieder zum Punkt gewechselt. So ein klassischer Punkt, der ist relativ groß, aber... Da kommt bei mir tatsächlich die, wenn man jetzt zum Beispiel von dem hier zu dem fliegt, kommen die Mikro-Adjustments automatisch. Das heißt, ich schieße halt erst, wenn der Punkt halt auf dem Kopf ist. Ein bisschen anders sieht es dann wieder aus, wenn ich, habe ich hier so einen Standard-Crosser irgendwo? Ich habe nur die umgebauten. 70 mal irgendwelche Punkte. Ja, hier ist so ein Standard-Crosser, ist auch ein bisschen groß. Wir gehen mal kurz hier rein. Warte mal, was ist denn hier? Hier, 3, 4, nee, 2. Ja, 4-2-4 ist, glaube ich, so ein Standard-Crosser, was bei Counter-Strike relativ beliebt war. Ich bin jetzt kein persönlicher Freund von diesem Crosser, weil das jetzt alle nennen das ein Phantom-Crosser, weil man da ein bisschen besser sprayen kann. Besonders wenn man eine Knarre hat, wo man die Strafes... Die Tracer sehen kann. Zum Beispiel so wie hier, da sieht man so einen roten Streifen. Da kann man ein bisschen besser sehen, da ist der Kopf drin. Ich tue mich aber ein bisschen schwer auf Distanz, bin ich ehrlich. Mit diesem Crosser irgendwas zu treffen. Da ist man dann die ganze Zeit der Bodyshot King oder... Ja, muss man selber rausfinden, welches Crosser man tatsächlich richtig geil findet. Ich habe sehr, sehr lange Zeit mit dem Punkt gespielt, was jetzt auch gleich wichtig fürs Aim-Training wird. Auf der Range kann man jetzt Stunden und Tage verbringen, aber wenn man jetzt eine neue Sensitivität, so wie wir jetzt gerade rausgefunden haben, dass wir jetzt die 1,7 auf 1600, 0,17 spielen auf 1600 dpi, dann gibt es noch eine andere Variante. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Hupsen wir mal hier schnell raus. Brauchen wir jetzt Valorant gar nicht mehr eigentlich. Da können wir jetzt Aimlabs aufrufen, da könnte ich euch noch zeigen, wie ihr das richtig einstellt und wie man das Training da tatsächlich benutzt. Weil ist immer geil, wenn man dann im Internet sieht, ja, ich mache 100.000 auf Gridshot, aber kann nichts bei Valorant treffen, weil sie halt ihr Aim halt nicht richtig trainieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, nach ungefähr 400 Stunden Aimlabs, dass dieses Programm, so wie es existiert, ein gutes Programm ist. Gar keine Frage, hier kann man 1000 Sachen machen. Am Anfang ein bisschen überfordernd. So sieht der Homescreen aus jetzt mittlerweile. Früher ein bisschen anders. Wir gehen einfach oben rechts auf Einstellungen. Das dürfte jetzt, eigentlich startet es bei euch mit dem Tutorial. Das kann man aber überspringen.
Wenn ihr das Tutorial spielen wollt, natürlich macht das. Da kann man dann gleich einstellen, was man hier haben möchte. Da ist man dann... Zum Crosshair kommen wir gleich. Warte mal, wo ist denn hier Controls? So, auf Einstellungen, dann geht man auf Controls. Dann ist hier standardmäßig Aimlabs eingestellt, wenn man das Tutorial übersprungen hat. Weil natürlich die denken, du trainierst ein Aimlabs. Jetzt kann man hier jegliche Spiele einstellen. Und ups, ganz wichtig ist halt, dass man hier Valorant auswählt. Da ist nämlich der Field of View 103. Und hier ist natürlich schon meine Sensitivität eingetragen. Und der Rest ist standardmäßig. Upsi, das hier müssen wir noch auf 1 setzen, fällt mir gerade mal so auf. Ah ne, es war ja schon, warte mal. Reset? Ja, jetzt habe ich mich aber selber hier aufs genommen. Da geht natürlich auf Valorant standardmäßig, dann ist das standardmäßig wie bei Valorant eingestellt. Dann geht man hier unten auf Save. Dann könnte man jetzt sein Crosshair, was man bei Valorant spielt, hier auch einstellen. Zum Beispiel habt ihr euch jetzt fürs 4-3-4 oder 4-2-4 entschieden. Dann stellt ihr das natürlich hier ein, ungefähr so wie ihr das haben wollt. Das ist auch relativ simpel, da kann man hier unten die Farbe anpassen. Ich persönlich mache meinen Trainings-Crosshair relativ klein und als Punkt, damit man sich ein bisschen mehr auf sein Aim fokussiert. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Ich habe, wenn man hier auf dem Homescreen ist, dann geht man einfach auf Play, auf Training. Und dann kann man sich hier entweder eine Playlist von Aimlabs zusammenstellen lassen. Das heißt, wir gehen auf die Valorant Playlist und dann kann man hier alle Tasks spielen, die sie erfunden haben. Ich habe eine Playlist erstellt quasi, um eine neue Sensitivität mir einzuprügeln quasi. Ist einmal Reactive Track, Spear Track 90 Grad, weil ich glaube, mehr braucht man im Spiel nicht. Tracken auch ein super wichtiger Punkt. Wenn man gut tracken kann, kann man auch gut flicken. Das geht einher, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Muscle Memory, die man zum Flicken braucht, wenn du gut tracken kannst, kannst du auch alles easy und entspannt flicken. Man muss halt nur ein bisschen Training da reinstecken. Dann Motion Track, Free Track, Ninja Shot, Strafe Track, Headshot. Präzision, Gridshot, auch nur eigentlich, um ein bisschen Schwung reinzubringen, wenn du die ganze Zeit halt so übelst angespannt halt am Aim bist. Danach so ein bisschen easy peasy Gridshot, danach nochmal Headshot. Aber die Standardvariante, das ist eigentlich so eine der wichtigen Tasks. Es fehlt eigentlich noch Microshot, weil man ja bei Valorant relativ viel Micro-Adjustments benutzt, um halt, wenn du jetzt zum Beispiel überflickst oder so aus irgendeinem Grund, dann kannst du halt dadurch noch schnell auf den Kopf flicken. Und wenn man das halt eine Stunde lang gemacht hat bei Aimlabs, dann kann man das auch in-game. Und ja, dann kann man hier immer schön die kleinen Bubsels abschießen. Ja, ganz wichtig, desto langsamer man anfängt, desto schneller wird es am Ende. Deswegen, ihr habt eine neue Sensibilität jetzt und die müsst ihr natürlich eurem Arm, eurer Hand, all den Muskeln nochmal beibringen. Was eigentlich so ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und dann ganz wichtig, wenn ihr am Trainieren seid, macht das bevor ihr ins Bett geht. Ihr kriegt super schnell, also man kann super schnell Erfolge sehen. Das heißt, entweder vor jeder Runde Valorant ein bisschen aufwärmen und nach jeder Runde Valorant. Das heißt, normalerweise spielt man eh nur zwei Runden Valorant, weil danach ist man entweder super tilted oder man hat halt die zwei Runden geholt und dann, ja. So kann man dann hier ein bisschen Aim-Training machen und das ganze Mausgefühl ein bisschen hochbringen. Ja, ich bin jetzt kein Freund davon, das Hardcore zu grinden, aber auch nur, weil ich den Grind schon hinter mir habe quasi. Das war jetzt eine super Runde auf jeden Fall. Wir returnen mal zur Lobby. Und schauen jetzt nochmal hier rein. Hier wird alles mögliche getrackt. Ich glaube, es hat eine neue Saison angefangen, deswegen habe ich hier auch gar keinen Rang. Da kann man auch seinen Streak angucken. Und ich hatte eigentlich die Challenge, 120 Tage Aimlabs zu spielen und daraus ein Video zu machen. Daraus ist aber nichts geworden. Aber wie man es so kennt, ich habe mein Setup umgebaut und so weiter. Da war das ganze Footage futsch.
Aber ich will jetzt hier gar nicht rumheulen, aber auf jeden Fall 119 Tage. Da habe ich, was habe ich da für eine Sense gespielt? Ich glaube 450, nee, 800 zu 073 oder so. Eine relativ schnelle Sense. War relativ gut. Mit der Sense habe ich auch Ascendant 2 gehittet. Jetzt habe ich wieder umgestellt auf ein bisschen langsamer. Ich sehe aber gleich, wie die Genauigkeit hochgeht bei Valorant. Davor habe ich halt ein bisschen mehr gesprayt. Jetzt aimt man dann easy peasy für den Kopf. Ja. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Ich verlinke, wie gesagt, den PSA-Calculator noch unter dem Video. Und falls jemand Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir jeden durch und dann kann ich darauf antworten. Ja, falls irgendein Fehler unterlaufen ist in diesem Video, tut mir jetzt schon leid, aber eigentlich, ja, dürftet ihr eure Base-Sensitivity dadurch rausfinden. Ja, dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und viel Spaß beim Rausfinden. Ich habe sehr, sehr lange Zeit gebraucht dafür, tatsächlich die Sensitivität zu finden, die sich richtig gut anfühlt. Und falls ihr jetzt Aimlabs nicht benutzen wollt, es gibt noch Oblivity oder es gibt tausende Aim-Trainer. Einfach mal bei Steam eingeben. Die sind eigentlich mittlerweile alle alle unique für sich, aber das, was man da machen kann, ist eigentlich alles das Gleiche. Also von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Rausfinden und bis zum nächsten Mal. Bye!